Diese Aufnahmen zeigen die Momente, bevor ein Polizist in Cleveland einen 12-jährigen Jungen erschießt. Es geschah am Samstag in einem Park und die Polizei kam nach einem Notruf, in dem es hieß, eine männliche Person richte eine Waffe auf Menschen. Bei der Person handelte es sich um Tamir Rice, der eine Spielzeugpistole in der Hand hielt, die sehr echt aussah, aber nur Plastikkügelchen enthielt. Die Polizei ließ es nicht darauf ankommen. Teile des Notrufs wurden nun veröffentlicht. Er sitze auf einer Schaukel und ziehe die Waffe immer wieder. Vielleicht ein Jugendlicher, so ist die Stimme zu hören. Zwei Polizisten fuhren nach diesem Anruf dorthin. Sie hätten Rice aufgefordert, die Hände zu heben, und der habe stattdessen nach der Waffe gegriffen und sei dann erschossen worden, so die Polizei. Auch die Tonaufnahme nach den tödlichen Schüssen wurde veröffentlicht. Shots fired, male down, black male, maybe 20. This is not an effort. Dies ist nicht der Versuch, jemanden zu entlasten oder der Versuch, der Öffentlichkeit zu zeigen, wer was falsch gemacht hat. Dies war ganz offensichtlich ein tragisches Ereignis, bei dem ein Mitglied unserer Gemeinde ums Leben kam. Der Polizist, der Rice erschoss, ist ein 26-jähriger Mann, der seit März bei der Polizei in Cleveland ist. Beide Polizisten, die auf den Notruf reagierten, sind derzeit von der Arbeit freigestellt. Nach dem Vorfall war es zu Protesten in Cleveland gekommen.